Karsthochebene des Steinernen Meeres ist auf der deutschen Seite Nationalpark und auf der österreichischen Naturschutzgebiet. Die Bergregion ist von der UNESCO als Biosphärenreservat ausgewiesen. Weil das Wetter problematisch ist, unternehmen wir nur eine kleine Wanderung über die Ingolstädter Hütte zum Riemannhaus. Wir kommen bei der Kaltenbrunnalm an und steigen zunächst vom Diesbach-Stausee zum Ingolstädter Haus hinauf. Der Diesbach-Stausee liegt auf 1415 Metern Höhe. Zur Hütte hinauf sind es also gut 700 Höhenmeter. Die ersten 300 Höhenmeter geht es noch durch Nadel- und Kiefernwald sowie über schmale Mattenstreifen. Das grau-weiße Gestein und die geringe Bodenmächtigkeit weisen aber schon immer wieder darauf hin, dass wir uns in einem Kalksteinmassiv befinden. Das Gebiet des Steinernen Meeres gehört zu den nördlichen Kalkalpen. Die Kalkschichten bildeten sich an den passiven Kontinentalrändern des Tethys-Ozeans, also jenes Meeres, das seit der Triaszeit den Superkontinent Pangaea in der Mitte aufspaltete. Als sich die afrikanische Platte dann auf die europäische zuzubewegen begann, wurden die Kalkablagerungen zusammengepresst, übereinander geschoben und aufgefaltet. Bei der Ingolstädter Hütte erreichen wir das verkarstete Hochplateau. Firnfelder im August zeugen davon, dass wir uns auf 2000 Metern Höhe befinden. Das Karstplateau ist eine weitgehend vegetationslose Gesteinswüste. Es umfasst eine Fläche von etwa 150 Quadratkilometern. Da waren sie zu viert, waren sie unterwegs, gern zwei, glaube ich. Zu dritt, ja. Und einer ist dann gestorben und einer hat es. Die Geomorphologie beschreibt Fischer als ein Relief vom Typus eines Mittelgebirges, überragt von Bergen mit dem Charakter von Torsäulen. Zu diesen zählen in der Nähe der Ingolstädter Hütte der große Hundstod und der Schindkopf. Die mehrfache Vergletscherung des Gebirgsrückens im Pleistozän hat maßgeblich zur Formenbildung des Steinernen Meeres beigetragen. Gletscherschliff und Karbildung haben die Hochebene mitgeformt. Wie in stark verkarsteten Gebieten üblich, gibt es oberirdisch keine Gewässer. Vorherrschend sind flache Täler oder Wannen, die mit Gesteinsbrocken unterschiedlicher Größe übersät sind. Ja, so sieht's aus. Oh ja.
Nach einer vielstündigen Wanderung über die Hochebene erreichen wir kurz vor Sonnenuntergang das Riemannhaus. Es wird vom Sommerstein überragt, der auch gerne als Kletterwand genutzt wird. Am anderen Morgen liegt das Tal von Saalach und Urslau unter einer dichten Wolkendecke, aber über dem steinernen Meer herrscht strahlender Sonnenschein. Während der Rest der Gruppe den Sommerstein besteigt, wandere ich in Richtung Zentrum des Hochplateaus, zum Kerlinger Haus. Leider reicht die Zeit nicht, um es zu erreichen. So müssen Kerlinger Haus, Funtensee und Königssee auf ein anderes Mal verschoben werden. Das steinerne Meer ist eine zweite Reise wert.